Einer der sehr wahrscheinlich unbeliebtesten Jurassic-Filme überhaupt hat eine der dramatischsten Szenen, die ich zumindest im Jurassic-Universum aktuell kenne. Die Rede ist hierbei vom zweiten Teil der Jurassic World Trilogie von Fallen Kingdom und hier haben wir ja die Szene, in der Isla Nublar in die Luft fliegt. Also ein Vulkan bricht eben aus und die Insel wird dann komplett in eine Feuerwalze getaucht. Bei diesem Vulkanausbruch sterben logischerweise eine ganze Menge Dinosaurier, die es eben nicht mehr schaffen, gerettet zu werden oder eben irgendwie von der Insel zu fliehen. Einige von ihnen ertrinken, einige von ihnen ersticken in den Rauchwolken und einige von ihnen verbrennen. Ganz prägnant wird hier eine Szene ins Bild gesetzt, in der wir sehen, wie der Brachiosaurus noch einmal hochspringt und schreit und eben in den Feuerflammen ums Leben kommt. Hierbei ist eine Parallele zum ersten Teil definitiv gegeben. Ich meine, der Sprung ist exakt der gleiche, wie eben auch der Sprung, den der Brachiosaurus in Jurassic Park 1 vollzieht. Eine Fantheorie geht jetzt hier davon aus, dass es nicht nur der gleiche Sprung ist, den wir hier sehen, sondern dass wir tatsächlich exakt denselben Brachiosaurus sehen. Das heißt, Jurassic World Fallen Kingdom zeigt uns, wie der allererste Dinosaurier stirbt, den wir jemals im Jurassic-Universum gesehen haben. Was ist da wirklich dran? Kann das sein? Und ich kann euch hier schon mal eine kleine Vorwarnung geben. Es gibt eine offizielle Antwort vom Regisseur selber dazu. Das heißt, ihr werdet hier im Video eine faktische Antwort bekommen, ob das wirklich sein kann. Tief durchatmen. Fangen wir erstmal ganz kurz damit an, warum diese Theorie überhaupt in den Raum geschmissen wurde. Ich meine, es liegt irgendwie nahe, dass man sich Gedanken darüber macht, welcher Brachiosaurus kann denn hier wirklich gestorben sein. Ich habe mir da komischerweise nie Gedanken drüber gemacht, ob das hier derselbe ist wie auch der hier aus Jurassic Park 1. Als ich aber diese Theorie gelesen habe, habe ich mir gedacht so, oh Moment, was könnte denn da dran sein? Die Theorie fußt auf folgender Denkweise. Der Regisseur von Jurassic World Fallen Kingdom, J.A. Bayona, hat in einem Interview einmal darauf hingewiesen, dass Jurassic World Fallen Kingdom so enden wird, wie die gesamte Reihe angefangen hat. Also quasi mit dem, womit Jurassic Park begonnen hat, werden wir jetzt hier enden. Viele gehen davon aus, dass Isla Nublar so ein bisschen darauf angespielt war. Ich meine, ja, die Insel ist dann irgendwie auch zerstört und damit haben wir den Film irgendwie auch begonnen. Aber die Theorie denkt eben noch ein Stückchen weiter und denkt sich, der Brachiosaurier war ebenfalls der erste Saurier, den wir auf dieser Reise wirklich in voller Pracht gesehen haben. Könnte es also hier ein Zeichen dafür sein, dass der Brachiosaurus, den Dr. Alan Grant, am Anfang von Jurassic Park bestaunt, derselbe ist, der jetzt hier den Flammentod erleidet? Und ey, diese Frage wurde sehr direkt an den Regisseur gestellt. J.A. Bayona hat darauf eine ganz klare Antwort. Jetzt haltet euch fest und eventuell schon mal die Taschentücher bereit, denn Bayona verriet nämlich in der Empire-Zeitschrift Folgendes. That's the Brachiosaurus that Alan Grant saw for the first time in Jurassic Park, Bayona confirms. Das ist schon harter Tobak, aber um es auf Deutsch nochmal zu übersetzen, ja, er hat ganz klipp und klar gesagt, das ist derselbe Brachiosaurus, den Dr. Alan Grant in Jurassic Park gesehen hat, den wir jetzt hier eben sterben sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das jetzt im Hinterkopf habe und ich bin der Meinung, dass Jurassic World 2 für mich persönlich immer wieder ein Stückchen besser wird, macht dieser Fakt das Ganze nochmal wirklich, wirklich schmerzhaft damit anzusehen. Wie ist deine Meinung dazu? Schreib es mir in die Kommentare rein. Ich freue mich auf deine Antwort und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder und jetzt gehe ich eine Runde heulen. Bis dann.